Guten Tag, Leute, willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ihr habt es richtig gelesen, im Titel des Videos. Das Spiel ist abgeschmiert. Ich werde euch zeigen, wie man ein Haus baut in einem Minecraft-Dorf. Tut mir leid, Leute, für die kleine Verzögerung. Spult einfach vor, wenn ihr keinen Bock habt zu warten. Minecraft, das Fenster zu wechseln, wenn man Minecraft spielt, ist nie wirklich schön, wisst ihr. Jedenfalls, da bin ich jetzt, in meinem kleinen Dörfchen. Und ich habe jetzt einfach angenommen, mal Bock hier ungefähr ein Haus hinzubauen. Sagen wir fürs Erste wie das Haus. Dann als allererstes mal die Fläche gut machen. Heißt also gerade. Wir bauen das mal alles ganz gut zu. Dauert nicht lange. Ich spiele auf Minecraft, Leute. Aber Blitzerdörfer zu erweitern habe ich damals auch immer gemacht. Muss ich tatsächlich sagen. Jetzt haben wir das erledigt. Dann kommen die Grundrisse. Die werden als allererstes mit... Wo ist das? Das. Bruchstein gemacht. Die haben die nämlich auch, wenn ihr das hier seht. Obwohl... nicht sehen. Ja, kommt darauf an, wie man es machen will. Man kann auch, wenn man will, na, mit Bruchstein anfangen ist schon am besten. Dann brauchen wir eine Treppe. Und damit können wir, sagen wir, hier anfangen. Wir machen jetzt einfach mal heute ein großes Gebäude. Hier können wir einen kleinen Weg davor pflanzen, damit es stylischer aussieht. Und jetzt mache ich hier die Grundrisse. Es soll parallel sein und achsensymmetrisch. Deswegen mache ich 4 hier und auf der Seite 1, 2, 3, 4, 5. Ist das korrekt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wir werden das mit einer zweiten Etage machen, das Haus. Jetzt brauchen wir die Bretter, wir können aber auch einfach alles nehmen, was wir wollen, Leute. Denkt dran, baut es nicht so nach, wie ich es hier mache, echt. Also, ihr könnt es machen, wenn ihr wollt, ehrlich. Ihr könnt es machen und ich bin hier in Kreativ, da geht es schneller, euch das zu zeigen. In Überleben kann ich auch noch ein Tutorial zu machen, wenn ihr es wollt, da kann ich das Haus auch nochmal bauen. Das ist aber deutlich aufwendiger mit dem Stein und so. Also, da bringt es mehr einfach in ein Blitzerdorf einzubrechen und ein Haus zu stehlen. Gut, jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht, denn die Ecken müssen weggebaut werden. Ich zeige euch gleich, wieso. Die Ecken dürfen wir nicht mitbauen. Und, ja, ich glaube, ich habe das komplett falsch gemacht. Der Stein hier ist komplett überflüssig. Eigentlich. Ja, der Stein ist komplett überflüssig, tut mir leid. Aber immer noch nicht die Ecken mitbauen. Einfach immer noch nicht. Bitte. Leute, glaubt mir einfach. So, weil jetzt kommt die Auflösung. Jetzt brauchen wir... Nee, das finde ich nämlich im Naturbereich. Holz. Nehmt euch irgendeinen Holzstamm, den ihr wollt. Aber wenn ihr ein echtes Villager-Dorfhaus machen wollt, Eichenstamm. Und jetzt könnt ihr hiermit erstmal die Größe eures Hauses bestimmen. Es soll 2 Etagen haben. Das ist die Höhe eines Etages. Das sind 1, 2, 3, 4 Blöcke. Dann habe ich noch 2, 3, 4. Und das bei jedem. 4, das sind, denke ich, 8 oder ein Block noch. So. Der schwierigste Part kommt ja noch, Leute. Das sind erst die Grundrisse, die ich ziehe. Und die Nacht kommt auch schon. So. Jetzt brauchen wir Fenster, Leute. Jedes Haus braucht ein Fenster. 2 mache ich einfach hier. Hier 2, 2. Und hier auch 2. Das dürfte schön aussehen. Und damit ihr beim Bauen nicht blind werdet,
baut ihr ein paar Fackeln einfach hin. Einfach ein paar Fackeln. Die baut ihr gleich wieder weg. Keine Sorge, euer Haus wird nicht durch Fackeln beleuchtet. Obwohl das doch normale Häuser, ja. Normale Villager-Dörfer. Dann machen wir es mit Fackeln. Ich hätte das jetzt mit Lichtblöcken gemacht, das Haus zu beleuchten. Aber wir werden es mit Fackeln machen. So. Ach so, habe ich ganz vergessen. Hier natürlich auch noch die Grundrisse, ne? Kleinen Zaun. Das sieht einfach besser aus, Leute. Ist alles echt nicht nötig. Aber es sieht besser aus. Okay. Seht ihr, Leute? Den Eingang habe ich verschönert. Also. Den Zaun werfe ich dann aber auch wieder bitte raus. Okay, das geht nicht. Dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Wartet ganz kurz, Entschuldigung. So, weg ist es. Hat gerade ein wenig geleckt. Und bei der Höhe kommt unser Dach. Bei 4 Blöcken, Leute, kommt das Dach. Weil dann hat man eine angenehme Höhe für den Kopf. Weil dann kann man halt noch springen. Und stößt sich nicht die ganze Zeit den Kopf, wenn man reinkommt, weil ich zeige euch mal, wie das so ist. Ja, guck mal. Man schafft es so, man kann so echt. Aber so sieht es einfach besser aus. Also gut, dann bauen wir das Dach und das wieder mit Fichtenholzbrettern, weil das wird wieder ein Boden, weil ich das Gebäude mit einem zweiten Stock mache. Die Inneneinrichtung, darum kümmern wir uns gleich und alles. Treppe natürlich noch auch. So, aber fürs Erste, Leute, sieht es stabil aus. Halt, wenn wir jetzt noch eine Tür platzieren, haben wir eigentlich schon etwas, was man schon in einer Art Haus nennen kann. Seht ihr, man geht rein und es sieht villager-mäßig aus. Die Fackeln platzieren wir jetzt richtig. Ich würde sagen, hier werden die Fackeln alle gleichmäßig platziert. Die Treppe, wartet, Stufen habe ich ja schon. Der Treppe muss man ein wenig platzsparender sein. Deswegen, ich habe eine Idee. So. Naja, das ist ja schon wieder scheiße. Okay, da müssen wir leider auf diese beiden Fenster verzichten. Tut mir sehr leid. Und auf die Lichter. Ich guck mal, ob das so geht. Wie ich es gern hätte. Jetzt muss kurz alles weg. Die Treppe muss richtig platziert werden. By the way, also macht's nicht. Ach, das ist. Ich habe gar nicht die Treppe in der Hand gehabt, ich Idiot. So. Und so habe ich es mir auch vorgestellt. Seht ihr? Ich brauche einen Zaun, damit man da nicht rüberfällt. Also ehrlich, würde nicht viel passieren, wenn man da jetzt rüberfällt, aber Leute, ihr habt es geahnt, es kommt auch wieder aufs Aussehen an. Aussehen des König. So. Immer weiter. Ist hier. Ach, die tut mir nichts. Die ist noch nicht am Haus. Jetzt wieder das gleiche einfach wie vorher auch. Die Fenster können diesmal bleiben. So.
Und wir bauen weiter. Weiter, weiter, weiter. Dann kommen auch gleich schon wieder die Fackeln. Damit wir genug Beleuchtung haben zum Leben. So. Fackel 1, Fackel 2. Naja, eigentlich sind das jetzt 12 oder so. 13, 14, 14. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. 8. Ja, das beenden wir ganz kurz hier. Und jetzt könnt ihr das Dach machen, wie ihr wollt. Das Dach ist jetzt eigentlich relativ egal, weil da kommt eh noch so ein, ja, dieses normale Villager-Dorf-Dach drauf, also spielt das jetzt keine große Rolle. So, das sieht doch stabil aus. Dann gehe ich jetzt erstmal raus. Wir gucken es uns von außen an. Das sieht halbwegs Villager-mäßig aus. Ja, was fehlt? Achso. Wir sollten zumindest diese Schicht von Wänden aus Stein machen. Ich glaube, das ist Villager-mäßiger. Wenn ihr wollt, dass ich einfach ein Haus kopiere oder so, kann ich auch machen, ganz ehrlich. Aber ich glaube, das könntet auch ihr. Ihr braucht nicht für alles ein Tutorial, Leute. Ich denke, das würdet ihr auch selbst dann hinkriegen. Ja, mache ich gleich von außen. So. Es sieht jetzt villager-mäßiger aus. Das Holz muss ich durchziehen. Es darf den Boden berühren. Entschuldigung. Es kommt einfach so hin, das merkt keiner. So. Jetzt kommt das Dach. Schwierigster Teil, würde ich sagen. Erst einmal gucken. Mein Haus war ja hier. Und Treppenstufen habe ich ja auch. Da darf ich mir tatsächlich ein Beispiel nehmen an anderen Häusern. Gleich kommen die Treppenstufen, Leute. Keine Angst. Das mache ich nur als Vorlage. Okay. Treppenstufen. Okay, das habe ich ein wenig falsch gemacht. Das ist aber nicht falsch. Das kann ich korrigieren. Wisst ihr? Gehen wir das einfach abbaut, die Treppenstufe dahin. Ja. Baut er die Treppen nicht mehr richtig? Nee. Jetzt baut er die immer weiter rum. Ah. Okay. Können wir so machen, wenn ihr wollt. Ah, seht ihr? Ich benutze schmutzige Tricks. So. Und jetzt das übliche Spiel wie vorher halt.
abbauen, wieder dran bauen und so weiter. Dann zeige ich euch gleich das Ergebnis vom Haus. Ja, in Einrichtung ist euch überlassen, würde ich sagen. Und ich muss tatsächlich sagen, das Haus könnte schlechter aussehen. Ich werde noch. Das ist einfach nur zur Deko. Verziehe ich seitlich. Ups, die Fenster sind ein wenig falsch. Ja, da sind die Fackeln auch falsch. Toll. Ganz toll. Weil ich so dumm bin. So, jetzt kann ich wieder rausgehen. Die Inneneinrichtung werde ich nicht mehr machen, nee, in dieser Folge. Also, sowas Unnötiges spare ich mir dann jetzt noch. Weil dies wirklich einfach euch überlassen, Leute. Werdet auch da einfach erfinderisch. Ja, werdet einfach erfinderischer. Da seht ihr, mein Haus sieht jetzt ähnlich aus wie das da hinten. Hat jetzt nicht viele Sachen, die anders sind. Und ich habe mich nicht mal an dem Haus da hinten orientiert, ne? Ich habe das jetzt einfach frei gebaut, das Haus. Hier würde ich jetzt noch, um das ein wenig zu trennen. Das sind halt am Ende diese kleinen Sachen noch, die man macht, um das Design ein wenig zu verbessern. Hat keine großen Auswirkungen auf das Endergebnis. Halt nur vom Aussehen her. Zwei. Ja. Okay, Leute, das wär's dann gewesen mit dieser Folge. Ich hoffe, das Haus gefällt euch. Ich zeige es euch noch einmal komplett schon in. Wieso sind die denn? Ach so. Wartet. So. Also. Man kommt rein. Mit Tür bitte. Dann komm rein. So, guckt sich alles an. Hier ist ein Zaun, um nicht runterzufallen. Von hier hat man eine schöne Aussicht. Auf das ganze Dorf. Was nicht wirklich sonderlich groß ist. Halt, wie gesagt, in eine Richtung ist euch überlassen. Ihr könnt da ein Bett hinpacken. Ihr könnt das irgendwie zu einem Handwerksbetrieb oder so umwandeln, das Haus. Ist wirklich euch überlassen, soll es mir egal sein. Ich hoffe einfach, ich kann euch weiterhelfen und ich finde, das Haus macht sich nicht mal so schlecht im Dorf. Auf den ersten Blick merkt man gar nicht, dass das Haus selbst gebaut ist. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.